Welcome back to another German Food Review, and it's cola time. Glam Cola from Berlin, and it's vegan. And as you can see, it doesn't look like cola, it looks like water. You can see through it, right? Okay, it's cola and ginger flavor, and there's of course caffeine. Okay, 50 milligrams, that's nothing. And price is quite high. And it's from Kreuzberg. Okay, vegan. Third of a liter, €1.85. Okay, €1.85, that's quite expensive. But okay, maybe it tastes really good. 27 calories, that's quite low with the sugar. 6.4% of sugar. Mm-hmm. Okay, Glam Cola Company. From Berlin, Kreuzberg. Here it is. Okay. Yeah, there's no color in it. Let's open it and let's taste it. Oh, here we go. Sniff test. Okay. Smells like cinnamon. Okay, what smells like cinnamon? Yeah. Ginger? No, it smells like cinnamon. Anyway, I like cinnamon, so it's okay. Let's try it. Okay, and looks like water with carbonation. Yep. Sniff test again. Okay, now it's different. Yeah, it's different from the bottle. From the bottle, it smells like cinnamon. From the glass, yeah, more like ginger. Like ginger here a little bit. Okay, let's try it. Prost. Yeah. Tastes like ginger, cola. I'm not so sure about cola. Okay, maybe the aftertaste cola. It's carbonated, of course. Post. Heavily carbonated. Yeah. If you like ginger, it's okay. But €1.85, maybe a little high. Ginger cola. But it tastes more like ginger than cola, post. Yeah. Not super interesting, but it's ginger. Not sure about the cola part. And there's caffeine in it, okay. And it's quite low in calories. But too high in price, but okay, flavor is fine. Thumbs up, nothing special. Looks quite cool. I mean, the label. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine Cola, eine angebliche Cola, und zwar Glam Cola von Berlin aus Kreuzberg. Und sie ist auch vegan. Kein Stil, nur Geschmack. Okay, ja, wie ihr schon seht, sieht es nicht aus wie Cola. Es ist durchsichtig wie Wasser. Da ist keine Farbe drin. Es ist eine koffeinhaltige Cola-Ingwer-Limonade. Ingwer. Und 15 Milligramm Koffein. Okay, das ist die Hälfte vom Energy Drink. Keine Ahnung, was normale Cola hat. Hat die mehr oder weniger? Wenn ihr da was wisst, sagt mal Bescheid. Jedenfalls ist hier eine Sache ganz hoch. Der Preis kostet nämlich 1,85 Euro im Rewe. 0,33 Liter. Vegan. Und nur 27 Kalorien. So ist medium. Nicht hoch und auch nicht niedrig. Nicht so niedrig. Ja, und hier ist kein Zuckercouleur drin. Okay. Und viel Liebe. Viel Liebe. Okay. Koffein ist drin. Ja. Glam Cola Company, Berlin. Und wenn wir einfach mal eingießen. Oder erstmal der Schnuppertest. Es riecht von der Flasche, riecht wie Zimt. Wirklich.
Wäre das ein Blindtasting, würde ich sagen, das ist Zimt. Okay, aber wir werden mal eingießen. Ups. Ist noch was drin? Ich werde mal von der Flasche testen. Prost. Ja, und aus dem Glas, Schnuppertest. Riecht es mehr nach Ingwer, so ein bisschen wie Ginger Ale. Nicht ganz so. Aber ja, riecht ganz angenehm. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Nochmal. Kann man schnuppern. Ja, Prost. Und da ist sehr viel Kohlensäure drin. Ja, merkt man gleich. Man bläht auch gleich auf. Ich weiß nicht genau, was hier mit Cola gemeint ist. Schmeckt aber nicht richtig nach Cola. Aber es schmeckt eigentlich ganz gut. Nach Ingwer halt. Und süßlich. Aber es ist jetzt nicht übertrieben süß. Hat auch nur 6% Zucker, habe ich ja gesagt. Oder 6,4% Zucker. Ja, ist kein super aufregender Geschmack. Aber schmeckt eigentlich schon ganz lecker. Aber 1,85 Euro. Prost. Ja. Und für mich ist ein bisschen viel Kohlensäure drin. Müsste man schütteln. Ja. Ich suche immer noch ein bisschen Cola. Ist eigentlich fast nur Ingwer. Ich glaube, im Nachgeschmack ist ein bisschen Cola, aber bin ich mir auch nicht sehr sicher. Prost. Ja, kann man trinken. Schmeckt sogar ganz angenehm. Wie gesagt, ist ein bisschen teuer, aber das Etikett hier sieht ganz cool aus. Alles klar. Bekommen einen Daumen nach oben. Schmeckt jetzt nicht schlecht oder so. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.